Die sächsische Staatsministerin für Kultur und Tourismus Barbara Klepsch stellte am vergangenen Mittwoch im Hotel Bayerleins in Callenberg die neue Tourismusstrategie für Sachsen und die Wertschätzungskampagne für den Tourismus in der Region vor. Der sogenannte Masterplan Tourismus Sachsen wurde am 27. Februar diesen Jahres verabschiedet, um einen klaren Handlungsrahmen für die kommenden Jahre aufzustellen. Callenberg war die letzte Station von Masterplan unterwegs bzw. der Roadshow. In der Almhütte im Hotel Bayerlein wurde Tourismusministerin Barbara Klepsch herzlich begrüßt. Also der Masterplan Tourismus ist im Grunde im vergangenen Jahr schon mal auf Tour gegangen. Eigentlich in die gleichen Stationen, in jede der sächsischen Destinationen einmal zu den unterschiedlichsten Themen. Da waren einmal wie heute die Fachkräfte das Thema, einmal das Thema Mobilität, also wie komme ich von A nach B, ÖPNV war dort ein ganz großes Thema. Das Thema Digitalisierung, natürlich die unterschiedlichsten Themen, wie bekomme ich den Tourismus ins ganze gesamte Jahr gespielt, wie bekomme ich das Thema Nachhaltigkeit und Tourismus zusammen. Das sind alles Themen gewesen, mit denen sich der Masterplan Tourismus befasst hat. Die Ministerin hat jeweils dazu eingeladen und hat die Tourismusexperten aus den jeweiligen Regionen, aber auch aus den Nachbarregionen, aus allen Destinationen eingeladen, um ins Gespräch zu kommen, zu diskutieren, was ist notwendig, um den Tourismus im Freistaat Sachsen nach vorne zu bringen. Die Roadshow, die dieses Jahr stattfindet, ist im Grunde die Show oder die Präsentation der Ergebnisse. Was ist dabei rausgekommen? Was sind die Ideen der Touristiker gewesen? Und diese Ideen, die sind jetzt natürlich auch in ein Papier zusammengefasst worden. Die Ministerin Barbara Klepsch hat uns heute auch versprochen, es wird auf jeden Fall im nächsten Doppelhaushalt mit berücksichtigt werden, sodass eben ganz konkrete Maßnahmen zur Förderung des Tourismus, zur Förderung der Nachhaltigkeit im Tourismus, zur Mobilitätsaufrüstung, zum Entgegenwirken gegen den Fachkräftemangel, dass dort eben ganz konkrete Maßnahmen ergriffen werden können in den kommenden beiden Jahren. Zum Thema Fachkräftemangel sprachen unter anderem Axel Klein, Chef der DEHOGA Sachsen und der ehemalige Betreiber des Hotels Frank Bayerlein, offen die derzeitigen Probleme an. Wir haben auf Bundesebene, sagen die Messungen, keinen Plan. Deswegen nochmal hier, Frau Ministerin, Sie wissen das in Sachsen, Sie tragen das mit nach Berlin. Wir müssen in Berlin wieder zuverlässliche Zusagen zu bekommen bei den Fachkräften, bei dem Thema, bei dem Thema Energie. Das ist das größte Problem, das wir haben. Fachkräftethema. Wie ist die Situation momentan? Es gibt diese Verlässlichkeit nicht. Selbst ich als Fachmann in der Branche kämpfe mit 55 Stati in der Bewilligung der Zulassung. 55, muss man mal vorstellen, wie viele verschiedene Modi es gibt, hier in Deutschland zu arbeiten. Das macht uns das unwahrscheinlich schwer. Ist er ein Asylstatus? Ist er zugelassen? Also da blicke ich nicht mehr durch. Das ist ein völliges Chaos. Es gibt neue Zulassungsmethoden für Mitarbeiter, die wir weltweit haben wollen. Wir sind die Branche, die die meiste Möglichkeit hat, auch ohne Sprachhemmnisse, sagen wir mal, zu integrieren. Aber uns macht es richtig zu schaffen, dass wir, wenn jemand hier Asylstatus gestellt hat und möchte gerne arbeiten, das geht nicht. Frank Bayerlein kennt das nur zu gut. Wir hatten einen Lehrling aus Costa Rica, der Giovanni, der ist jetzt bei uns am Sachsenring, ist also übernommen worden. Er hat sich hier integriert, er hat eine Frau, die arbeitet am Sachsenring. Und dort hatten wir auch das zweite Geschäft. Und die haben zwei Kinder und der fühlt sich sehr wohl. Hatte jedes Jahr irgendwann Jahresende Hektik, Angst, er verliert irgendeine Genehmigung oder kriegt sie nicht, dass er wieder nach Hause muss. Das sollten wir immer wieder, ich denke mal, den in Berlin brauchen wir es nicht erzählen, der vergisst das wieder. Aber auf Sie habe ich ganz große Hoffnung. Sie kommen auch aufs Land, das sehe ich immer wieder und da bin ich schon ganz stolz drauf. Natürlich haben wir heute auch explizit darüber diskutiert, was können die Destinationen dafür tun. Und dort ist natürlich ganz klar auch die Zusammenarbeit mit der Industrie- und Handelskammer, mit den Kommunen, mit der BA in Breitenbrunn, die sehr hochwertige Ausbildung anbietet und uns viele zukünftige Tourismushelden in die Region spült. Der IU in Leipzig, vielleicht auch bald in Chemnitz, die genau die gleiche Ausbildung oder eine sehr ähnliche Ausbildung anbietet. Wir sind außerdem dazu da, natürlich auch
naja, zu zeigen eben, was es für ein toller Beruf ist. Touristiker sind per se kreativ, die sind offen, die sind tolerant. Die haben auf jeden Fall einen Job, der jeden Tag anders ist. Wir haben keine Fließbandarbeit, sondern wir arbeiten einfach mit Menschen, mit zumeist gut gelaunten Menschen. Und das ist einfach ein Beruf, den man ergreifen sollte, egal in welcher Sparte. Ob das in der Gastronomie ist, in der Hotellerie oder eben in der Vermarktung des Tourismus. Und deswegen waren wir heute eigentlich da und haben darüber diskutiert, welche Maßnahmen eben dann konkret ergriffen werden können. Da gibt es schon sehr, sehr gute Ansätze. Der DEHOGA Sachsen beispielsweise geht direkt in die Schulen und holt sich dort Kinder und erzieht die so kleinen Mini-Köchen. Also da gibt es schon sehr, sehr schöne Ansätze, die in der Zukunft dann eben auch gefördert werden sollen. Ganz wichtig ist es auch, dass Sachsen als Tourismusbildungsstandort erhalten bleibt, dass die Berufsschulen weiterhin die Tourismusausbildungsberufe anbieten, dass auch die BA in Breitenbrunn erhalten bleibt, dass wir eben das Thema Tourismus auch mit Leben erfüllen können. Landrat und Vorstandsvorsitzender des Tourismusverbandes Chemnitz-Zwickau-Region, Carsten Michaelis, war durchaus beeindruckt von der Veranstaltung. Und es war schon interessant und beachtlich, wie viele Touristiker aus dem ganzen Freistaat heute in den Landkreis gekommen sind und aus verschiedener Perspektive ihre Projekte und ihre konkreten Vorstellungen für den Ausbau des Tourismus hier im Freistaat und natürlich auch in unserem schönen Landkreis sich überlegt haben. Und da ist nochmal deutlich geworden, dass ja die Tourismusbranche viel mehr im Querschnitt, viel mehr Beschäftigte, also die Tourismusbranche als Wirtschaftsstandort und Wirtschaftszweig viel mehr Beschäftigte in Sachsen hat und braucht und aufweist als die Automobilindustrie. Auch ein sehr, sehr wichtiger Wirtschaftsstandort, vor allen Dingen bei uns im Landkreis. Aber da habe ich also auch echt dazugelernt, wie wichtig also auch der Tourismus für unsere Wirtschaft ist und für unseren Wohlstand. Und da wollen wir weiterhin an einem Strang ziehen, um das weiterhin gut zu entwickeln. Wenn Sie sich für den Inhalt des Masterplan Tourismus Sachsen im Detail informieren möchten, auf www.sachsen.de ist er einsehbar.